Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial mit Vidi Deluxe. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie man Personen wegbeamt. Dazu habe ich mir ein Video vorbereitet. Aber erstmal muss Vidi Deluxe starten. Okay, jetzt ziehe ich mir das Video hier in die Spur. So, das ist der Korridor. Jetzt gehe ich dahin. Ja, jetzt gehe ich zur Tür. Ja, es ist ein bisschen dunkel. Da mache ich jetzt mal einen Schnitt. Den Anfang brauchen wir nicht. So. Hallo Scotty, Phaser auf Betäubung und beam mich hoch. So, jetzt warte ich auf das Beam-Kommando. Da machen wir erstmal einen Schnitt. Na, dann machen wir einen Schnitt rückgängig. Mal noch ein bisschen weiter. So. Bis da, wo ich loslaufe. So, da laufe ich los. Da. Ab da machen wir einen Schnitt. So, und das hier muss natürlich raus. So, jetzt bin ich aus dem Fernbild raus. Okay. Den Mittelteil löschen wir. So, jetzt gehen wir auf Blenden. Erstmal ziehe ich das hier rüber. So. Weißblende, Standard. Ich suche die TV-Blende. Räumliche Blende, Standard. Folgen. Morph. Kacheln. Auch nicht. Effektblende. Da ist sie. TV-Störung. Diese Blende. Solltest du diese Blende nicht haben, kannst du auf Hilfe gehen. Und gratis Download. Oder Zusatzprogramme installieren, je nachdem. Und da kannst du die dann runterladen. Auch Plugins sind interessant. Aber das nur nebenbei. So, dann nehme ich diese TV-Störung und ziehe die hier vor dem Video. Kann man mal gucken. Das ist noch nicht so, wie es sein soll. Na, es ist viel zu grob. Und zwar, jetzt gehe ich mal dahin, wo ich in einem Communicator reinspreche, so, beam me up, sag ich da, und dann bis dahin ziehe ich jetzt das Video. So, jetzt gucken wir mal, fangen wir von Anfang an. Scotty, beam mich hoch. Na, sieht doch schon gut aus. Okay. So, das war der erste Teil. Der zweite Teil kommt zugleich. Gehen wir mal auf. Na, warum kommt es nicht? Google. Beamen. Sound. Download. Gucken wir mal, ob wir da was finden. So, ich habe jetzt einen Sound gefunden und zwar bei YouTube. Mit Transporter Beam rausgesucht. Jetzt muss ich das, ist ein bisschen tricky, da wo das Geräusch anfängt, das sieht man an der Spur. Ja, da, so in etwa. Und dann am Ende brauchen wir nicht mehr. Da ist das Beam vollendet, also müsste das jetzt passen. Gucken wir mal. Fehlt doch was. Habe ich aus Versehen das hier rausgelöscht. Das stimmt was nicht. So, das ziehe ich nochmal daran. Das ziehe ich nochmal davor.
Noch mal gucken, wo das hier war. So, da gehe ich runter, bis da war das. So. Das kann weg. Ich weiß, wo man es war. Ich muss das erst entkoppeln. So, und jetzt kann ich den Sound hier löschen. Und jetzt kann ich auch den Transporter-Bean hier nochmal anpassen. Dann gucken wir nochmal. Das müsste jetzt besser sein. Ja, ist doch hervorragend. Ja, dann werde ich das jetzt noch zusammenschneiden und mal schauen, was ihr dazu sagt.